Wow. Überall Licht. Hier kommt keine Dunkelheit rein. Er ist im hellen Raum. Verzeihung? Der Gegenstand, mit dem Sie das Dunkel zurücktreiben können. Der helle Raum ist beim Staudamm. Dort ist der Gegenstand sicher. Hilft er mir, Alice zu finden? Bringt er mich zur Hütte zurück? Dann los, meine Freunde können mit dem Hubschrauber zurückkommen. Nachts gehen wir nicht hinaus. Das ist Regel Nummer 1. Sie haben die Regeln gebrochen, junger Mann. Und was hat uns das eingebrockt? Nein, ich kenne einen Geheimweg. Einen hellen Weg. Ein altes Wasserrohr. Ein altes Wasserrohr? Das Spannwerk ist etwas beschädigt worden. Die ganze Reserveenergie wird abgezogen. Ohne sie wird das Rohr dunkel sein. Die Leitung zum Werk muss gekappt werden. Und Sie wollen, dass ich es tue? Junger Mann, Sie sind derjenige, der gerne Regeln bricht. Ich darf nicht draußen im Dunkeln sein. Der Schalter befindet sich draußen. I miss you, Tom. Thomas Zane ist dann mit gemeint, sicherlich. Batterien habe ich jetzt genug. Leuchtmunition, immer gut. Falls noch mehr von denen auftauchen. Ich bin immer so sparsam und dann nachher habe ich keine... Ich habe mich auf diese Zeiten vorbereitet. Dunkle Zeiten. Sie haben ein Versteck gefunden, ja? Sie können die Zeichen sehen? Nur wenige können das. Nehmen Sie ruhig, was Sie benötigen. Die sind alle für Sie. Für solche, wie wir es sind. Wir erledigen die Arbeit für Tom. Habe ich recht? Schnell! Der Schalter ist an der Wand Richtung Küste! Was? Kann sie nicht zum hellen Raum führen, wenn die Lichter in dem Rohr ausgehen. Sie müssen nach draußen gehen und den Notfallschalter betätigen. Ja, ja. Ist ja gut. Draußen gehen und den Notfallschalter betätigen. Yeah, super. Die Alte hat wieder zugemacht. Ist das der Notfallschalter? Sicherer Hafen. Hier unten vielleicht? Nein. Oh, hallo! Oh, nein! Ah! Ah, fuck! Das war die falsche Knarre! Ah, verschont! Ah, das ist noch mehr! Oh, komm schon! Da, da! Und... Da! Oh, komm schon! Noch, ja! Lad nach, Ellen, lad nach! Oh. Verdammt! Ja, ja. Okay, erstmal nachladen jetzt. Okay. Sehr schön. Machen wir trotzdem hier schon mal auf. Kann zwar nichts drücken, aber vielleicht müssen wir nachher. Okay, kommt her! Kommt her! Ich hab Bock zu spielen! Na los! Ja, kommt alle schön hierher! Dass ich euch die Hölle schicken kann! Das war's. Diesmal tötet ihr mich nicht. So sieht's aus. Weaver hatte mich geschickt, die Stromzufuhr zum Umspannwerk zu kappen. Ich wollte ihr helfen, damit sie mir auch helfen würde. Hoffentlich war Weaver zuverlässig. Ich war vor etwa einer Woche in diese verrückte Welt gestolpert. Sie aber lebte dort schon seit Jahrzehnten. Aber was ist das? Ist der Kelgen Lake verflucht? Ich konnte den Notschalter sehen, der die Stromversorgung des Umspannwerks kappen würde. Jetzt musste ich nur noch rankommen. Ist es ein Indianerfriedhof oder sowas? Ich weiß es nicht. Versuchen wir unser Glück. Das ist wieder ein Rätsel. Hier
so rüber. Und dann hier rüber. Und dann brauchen wir eine Brücke für hier. Gut, alles klar. Das Rätsel dürfte kein Problem sein. Das löse ich. Schleusensteuerung. Naja. Aha. Nicht mehr. Okay, das ist doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Aber ich hab's raus. Yeah, Mann. Okay. Halt, Zielübungen wieder. Schön drauf. Bam! Sehr schön. Wer entwirft sowas? Was? Okay. Das Umspannwerk versank ohne Strom und Pumpe. Weavers Wasserrohr sollte nun ein gefahrloser Weg sein. Jetzt muss ich aber erstmal rüber. Nein! Oh, oh. Okay. Nein, da wäre ich runtergefallen. Lauf, 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 lauf. Okay. Alles klar. Nichts wie zurück. Jetzt ein paar Gäste! Hallo, Freunde! Ich habe eine kleine Granate für euch. So. Du auch? Kein Problem. Das war's. Hinter mir sind keine. Ah, verdammtes Tor. Oh nein. Wo ist der? Hallo! Motorsägen, Mann! Oh yeah, Leute! Ach ja, kommt doch noch mehr! Kommt ran, kommt ran! Oh Mann! Oh, komm schon, Waffe wechseln! Aua! Ist dir was? Ah. Nein, 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 nein! Okay, der ist weg! Komm! Ah, du gehst mir auf den Sack. Komm her. Schluck Schrot, Arschloch. Da. Schnell zurück. Boah, wie hell. Krass. Okay, Munition haben wir nicht. Hier entlang, junger Mann. Los, los. Das Rohr ist jetzt leer. Wir können gehen. Wir müssen hier entlang. Ich kannte sie beide, Tom und Barbara. Ich war so in ihn verliebt. So ein schöner Mann. Ich war eifersüchtig. Es gab einen Teil von mir, der vielleicht ein wenig froh war, als sie den Unfall hatten. Und dann fing Tom an zu schreiben und erweckte das Dunkel. Er versuchte, sie zurückzuholen. Aber das geht nicht. Es gibt nicht einfach so ein Rückfahrticket. Ich fange an, es zu verstehen. In dem Fall, junger Mann, sind sie vielleicht klüger, als Thomas war. Die Hexe sah so aus wie sie, aber sie war es nicht. Barbara war so lieb.
Er begriff zu spät und versuchte es ungeschehen zu machen, schrieb sich selbst, sie und alles, was er je verfasst hatte, aus der Welt. Ach, er war so berühmt und anschließend wusste das niemand mehr. Oh, Tom, er ließ nur einen Gegenstand in meiner Obhut zurück, für den Fall, dass es wieder passiert. Eine Versicherung. Er hat mir vertraut oder mich vielleicht auch ein klein wenig benutzt. Tom wusste um meine Gefühle. Wusste, dass ich nicht ablehnen würde. Ich richtete den hellen Raum ein und lagerte den Gegenstand dort. Er wartet auf sie. Wir sind Figuren. Gefangen in einer Geschichte, die sie geschrieben haben. Wenn das Dunkel nicht aufgehalten wird, erlebt keiner von uns das Ende. Woher wissen Sie das? Tom hat es genauso geschrieben. Er spricht noch immer zu mir. Im Fernseher, von jenseits der Welt, aus der Tiefe. Das Dunkel hat uns beide berührt, junger Mann. Er hat uns beide mit dem Licht gerettet. Aber das Dunkel, es krallt sich fest, hinterlässt ein Mal. Das Rohr wird uns direkt zu dem hellen Raum führen. Okay, ich muss meinen Freunden Bescheid geben, wo wir hingehen. Hallo! Al! Barry, wir gehen durch ein Rohr zum Staudamm. Trefft uns dort! Ah, Sarah, also. Oh, nein! Scheiße, verdammte Shit! Barry! Barry! Wir müssen nachsehen, wie es ihnen geht. Die sind vermutlich tot. Sie müssen zu dem hellen Raum gehen. Seien Sie kein egoistischer Idiot. Das ist mein bester Freund. Schön, seien Sie ein Idiot. Ich nehme das Rohr, ich treffe Sie am Staudamm, falls Sie es schaffen. Wenigstens musste ich mir um Sie keine Sorgen machen. Sie wusste, sich zu schützen. Verdammt. Der Hubschrauber. Abgestürzt. Stimmt wegen dieser verfluchten Raben wieder. Das ist eine Manuskriptseite. Und wieder Batterien. Sonst nichts. Gut, weiter. Wo ist die Manuskriptseite? Ah, da. Sarah entspannte sich fast. Vielleicht konnte sie ja doch alles zum Guten wenden. Plötzlich ertönte ein kreischendes Geräusch wie eine Kreissäge. Hunderte Vögel aus Schatten geformt, flogen in die Rotorblätter. Der Hubschrauber ruckelte und das Armaturenbrett leuchtete. Es verriet ihr, was sie schon wusste. Sie würden abstürzen. Barry Wheeler schrie neben ihr auf. Hoffentlich leben sie noch. Beeil dich, Alan. Raben! Raben! Er verschwindet! Also gut. Diese verfluchten Raben wollen es immer wieder wissen. Kommt her! Mach euch fertig. Schnell in das Licht. Kommt in das Licht! Überlebungsbox. Sehr schön. So sieht's aus. Platzt wie Popcorn. Oh, das sind verdammt viele. Oh! Ah! Verdammt nochmal. Okay, das war knapp. Ja, genau. Gehen wir über diesen Baumstumpf. Sieht ja auch total sicher aus, vor allem wenn so viele Vögel hier rumfliegen. Jetzt wen soll ich denn überhaupt benutzen? Ich kam doch von da. Wow! Na! Ah! Nein, nein! Weg! Ich kam doch von da. Na! Ah! Ich muss hier irgendwie rüberkommen.
Lassen wir den Baum stumpf! Wow! Verdammt nochmal. Okay. Jetzt ist wieder Ruhe. Ich bin fast an der Absturzstelle. Verdammt! Lauf, Alan! Lauf! Barry! Sheriff Breaker! Sarah! Die Absturzstelle sah schlimm aus. Aber ich glaube, das Wrack war leer. Ja. Sind wohl weitergegangen. Barry weiß ja wohin. Hier sind überall Leuchtfackeln. Sehr gut. Der helle Raum dort entlang. Alles klar. Barry! Barry! Oh oh, das hat sich nicht gut an. Durchhalten, ich komme! Und tschüss, Freunde! Wo? Ach, da. Ich lade mal kurz nach und dann mache ich noch ein kleines Feuerwerk. Wir wollten schon einen auf Butch Cassidy in Sundance Skip haben. Ich habe ein anderes Ende im Sinn. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich wusste, du schaffst es. Warum das? Das flammende Auge von Mordor. Ah, mach dich nur lustig. Mussten wir nicht irgendwo hin? Weaver trifft uns am Damm. Aber ich gehe als erstes jetzt noch ihre Kiste holen, die sie hier vergraben hat. Irgendwo da ist sie. Ist nämlich gute Munition. Haha, wusste ich's doch. Jagdgewehrmunition. Sehr schön, dann laufe ich jetzt mal ein bisschen mit der rum. Leute, wo seid ihr? Hm? Ah. Ein alter Traktor. Gut, weiter. Wenn du den Großteil der Nacht damit verbringst, vor dämonischen Hinterwäldlern davonzurennen, die dir die Rübe mit einer Axt abhauen wollen, weißt du, dass dein Hubschrauber in Night Springs abgestürzt ist. Geschafft! Geschafft! Noch nicht. Hätte, wir müssen erstmal hochkommen. Hätte doch weiter trainieren sollen. Sehen Sie die Lichter? Das ist der Aufzug, den wir nehmen müssen. Okay. Aber jetzt gibt's erst noch Ärger. Oh, super. Oh nein, Flitzer! Komm schon! Gibt's doch nicht! Komm schon! Unternimm was! Ich mach doch schon was! Er ist zu schnell! Ich treffe ihn nicht! Wir müssen ihn erst anleuchten! Nein, da! Jawohl! Nein! Wo ist er? Wie viele denn noch? Wo ist der eine hin? Das darf doch nicht wahr sein! Der flitzt da rum, ich hab ihn! Wir sind unterwegs! Ja, Mann! Wie ein flinkes Reh abgeknallt. Sind wir sicher? Das war... Wow, ich glaube, das war's. Gott sei Dank. Hey, Al, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wir müssen gut aufpassen. Hätte doch weiter trainieren sollen. Jetzt jammer nicht die ganze Zeit rum. Wake, rufen Sie den Aufzug. Ich passe auf. Ich glaube, hier bewegt sich was. Ich hole mir erstmal hier diese Box. Sammle hier wieder alles ein. Okay. Komm, Aufzug. Achtung, da kommen Sie. Oh, ja. Oh nein. Schon gesehen. Und gleich ein Geschenk für Sie da gelassen. Und boom.
war's. Sie kommen! Wir müssen sie abwehren! Ich sehe keine mehr. Wo denn? Ach so, da! Au! Wieder! Egal, lass sie näher rankommen! Lass sie näher rankommen! Come on! Da ist noch einer. Kein Problem. Au! Mann, 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 Mann! Das ist nicht der tragischste Aufzug der Welt. Komm schon. So langsam ist der auch nicht. Da ist noch einer. Halten Sie durch. Oh. Oh. Na komm schon. Ach, dann spiel halt damit. Jawohl. Der Aufzug ist da. Einsteigen, komm schon. Drück den Knopf. Egal. Ja, ja, ja. Hauen wir ab. Wir sind fast da. Oben gibt es einen Eingang in den Staudamm. Wie sieht der Plan aus, Wake? Weaver ist verrückt. Doch sie hat was von Zane bekommen, um die Dinge wieder zu richten. Klasse! Könntest du bitte noch etwas ungenauer sein? Thomas Zane? Im Ernst? Könnte auch von Paul Bunyan oder Bigfoot sein. Ja, er war real. Schön vorsichtig, okay? Bis er sich aus der Geschichte rausgeschrieben hat. Okay, Wake. Da drüben ist ein Knopf, der die Tür öffnet. Okay. Aber ich schaue mich erstmal nochmal um. Wie immer. Haben wir hier irgendwas? Eine Manuskriptseite? Nein. Ein Versteck? Gar nichts. River hat mir gar nichts dagelassen. Ah. Es ist nur der helle Raum. Na gut. Da ist was kaputt. Halten Sie den Knopf gedrückt, dann geht's. Oh. Okay, schiebt irgendwas drunter. Oder hebt's fest, oder? Hey, was ist hier los? Auf diesem Weg kommen wir zum Staudamm. Was ist da draußen los? Geht vor und findet Weaver. Sie sollte beim Staudamm sein. Ich muss es da oben allein schaffen. Okay, Wake. Viel Glück. Verlieren Sie nicht Ihren Kopf. Oh, bitte, sei vorsichtig. Ich passe auf Barry auf, Wake. Passen Sie nur auf sich selbst auf. Natürlich. Oh. Das kann nicht wahr sein. Wow. Wow, wow, wow. Diese Kabel wollen aufhalten jetzt. Nichts Besseres zu tun. Noch eine Kabelrolle. So, das war's. Runter. Und eine Manuskriptseite. Thomas Zane wusste, dass er alles vernichten musste, das dieses Grauen ermöglicht hatte, auch sich selbst. Nur so konnte er das entfesselte Dunkel, das ihn durch die Augen seiner toten Liebe ansah, verbannen. Doch er wusste auch, dass es trotz seiner Mühen vielleicht zurückkehren konnte. Also schuf er, noch während er sich selbst und seine Arbeit in die Nicht-Existenz schrieb, eine Hintertür, eine Ausnahme der Regel. Alles von ihm, das in einem Schuhkarton war, sollte bleiben. Okay. Es gibt also einen Schuhkarton, der die Identität von Thomas Zane beweist. Aber wie soll das Alan helfen? Gehen wir erstmal auf die Brücke.
Hier geht's jetzt bestimmt ab, das dachte ich mir. Und es ist dunkel. Die Raben! Wow! Ah, verdammt! Ah, ich muss hier durch, ich muss durch! Ah, verschwindet! Schneller, schneller. Die Leiter nach oben. Okay. Riesige Scheinwerfer. Ich kann Hobby oder Arbeit sein. Zahlenmäßig war ich unterlegen. Ihr Suchscheinwerfer konnte da helfen. Ja, genau. Ah, damit kann man sie komplett töten. Das ist gut. Ah, komm her. Versteckt euch nicht im Dunkeln. Kommt schön raus. Und werdet gebrutzelt. Ah, jetzt kommt er nicht her. Hä? So sieht's aus. Oh-oh. Oh-oh. Nicht ausgehen, nur nicht ausgehen, dann ist alles gut. Da drüben noch. Treffe ich aber nicht. Versteckt sich hinter den Kisten. Genauso wie der da hinten. Ja, komm doch. Kommt ruhig her. Kommt ruhig her. Ja, komm raus. Komm raus zum Spielen! Jetzt schnell ran! Wo ist der andere, hä? So, da bist du. Warte. Oh nein! Genug. Keinen Schritt weiter. Oh, oh. Nein, 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 nein! Lauf, Alan, lauf! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Verdammt, das versperrt mir den Weg! Na gut, dann gehen wir da runter! Verdammt! Hier lang! Der dunkle Tornado, komm! Fuck! Oh! Schneller, schneller! Nur nicht die Fassung verlieren. Wow, wow! Okay, okay. Cool bleiben, cool bleiben. Boah, boah. Hey, die will uns aufspießen. Die Alte meint's ernst. Okay, runter, 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 runter. Shit, shit. Au. Okay, lauf! Oh. Oh, verdammt. Okay. Wow. Ach du Scheiße. Ah. Wow. Ah. Ich bin schon da. Schön euch zu sehen. Das war knapp. Dass ich falsch lag. Aber das Risiko war wahnsinnig hoch. Keine Sorge wegen des Lärms. Wir sind sicher. Ich kümmere mich nun schon seit vielen Jahren um den Heldenraum. Es gibt keine Schatten dort. Die Stromversorgung ist ausfallsicher und alle Glühbirnen sind nummeriert und werden regelmäßig nach Marke und Modell ausgewechselt. Klar. Schauen wir ihn an, den hellen Raum. Im Norden am Raincove Point ist ein alter Armeestützpunkt. Er war im Zweiten Weltkrieg in Betrieb. Sie haben auch hier gearbeitet. Sie müssen das hier gebaut haben. Ja, das stimmt. Jetzt gehört er mir. Was ist das für ein Geräusch? Das ist er also. Der helle Raum. Hinter einem Tresor.
Okay. Nehmen Sie den. Dann muss ich mich nicht mehr um den Raum kümmern. Denn 6, 33 und 118 müssen bald ausgetauscht werden. Und ich will nicht die Leiter hochklettern, um sie auszutauschen. Denn es ist schon spät und ich bin müde. Und wenn Sie den nehmen, muss ich das nicht mehr tun. Die Seite war autobiografisch. Eine Kindheitserinnerung. Aber ich hatte sie nicht geschrieben. Thomas Zane hatte sie verfasst. Dabei sollten sie doch nicht mehr existieren. Alan, 7 Jahre alt, wehrte sich heftig gegen den Schlaf. Wenn er doch einschlief, wachte er schreiend auf, die Albträume noch frisch in Erinnerung. Eines Abends saß seine Mutter an seinem Bett und gab ihm einen alten Lichtschalter, den sie Klicker nannte. Er sollte ein magisches Licht einschalten können, das Monster verjagte. Um dem Talisman mehr Kraft zu verleihen, erzählte sie, dass sie ihn von Alans Vater hätte. Alan hatte ihn nicht gekannt und alles von ihm wurde in seiner Fantasie mystisch. Den Klicker fest umklammert, schlief Alan endlich wie ein Baby. Jetzt, fast 30 Jahre später, dachte Alan daran, als er am Cauldron Lake stand, den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Meine Gedanken wirbelten. Ich hatte Alice den Klicker gegeben und doch war er hier. Zane hatte ihn herbeigeschrieben in einer von mir verfassten Geschichte. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden.